Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. iOS 7 ist ja bereits seit über 10 Monaten erhältlich. Irgendwann Mitte September 2013 hat Apple das rausgehauen. Und immer mal wieder fällt es Leuten auf, dass ich ja einige unnötige Apps direkt auf dem Homescreen habe. Ja, ihr habt recht und ja, es nervt mich auch. Und ja, ich hätte die locker schon seit über 8 Monaten rauswerfen können, bin ich aber noch nicht zugekommen. Denn mit iOS 7 gibt es hier unten unser Shortcut-Menü. So, da haben wir unten 4 Apps, die wir nicht verändern können. Taschenlampe, Timer, Taschenrechner und die Kamera. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kamera-App starte ich in 99% der Fällen direkt aus dem Lockscreen, indem ich halt rechts hoch wische. Könnte ich also wirklich mir den Platz direkt auf dem Homescreen sparen? Absolut richtig. Das gleiche gilt für die Taschenrechner-App. Die könnte auch schon längst weg sein. Einzige, wo ich ein bisschen mit mir hadere, ist die Wecker-App. Denn den Timer kann man da, man kommt ja sofort ins Timer-Menü, aber nicht zum Wecker. Da muss man einmal mehr drücken. Wobei ich dann auch sage, ja, zum Weckerstellen benutze ich ja dann doch oft Siri und zum Timerstellen eigentlich auch. Das ist so eine Sache. Da nutze ich wirklich dieses Sprachfeature. Eine App, die ich aber bestimmt seit 10 Monaten oder 8 Monaten nicht mehr genutzt habe, ist die Taschenlampen-App. Das war damals irgendeine 0815 Gratis-App. Die kann auch schneller blinken, rhythmisch blinken und alles Mögliche. Aber diese App kann natürlich jetzt wirklich mal rausfliegen und gelöscht werden. Hat mir wirklich gut gedient. Vielen lieben Dank. Problem mit den drei anderen Apps ist natürlich, dass es original Google Apps sind. Die lassen sich nicht löschen. Die lassen sich nur in irgendeinen Ordner nach hinten verschieben. Ich glaube, wie ich das hier bei Produktivität mit Kalender und Mail bereits getan habe. So, was will ich damit sagen? Ich heiße Technik-Faultier nicht ohne Grund. Ich bin da doch immer ein bisschen, ja, ich glaube, lahmarschig ist da schon eine Untertreibung. Wenn man dann auch hier wieder sieht, dass ich hier wieder 8 Apps-Updates habe. Das liegt in der Regel daran, dass ich mich nicht immer ein bisschen abwarte. Wenn es nicht ein Update ist, auf das ich gewartet habe oder ein Feature ist, auf das ich richtig heiß bin, dann mache ich das einfach noch nicht, um halt abzugucken, ob die App dann noch läuft. Dann gibt es den zweiten Grund, sind irgendwelche Updates dabei, wo ich mir denke, da müsste ich doch ein Video zu machen. Das ist sowas, wo ich mir dann denke, zum Beispiel die neue Facebook-Seitenmanager-App, PayPal mit dem kostenlos Geld unter Freunden schicken, wo ich einfach nicht zu komme. Das neue Google Plus-Layout, was ich von den Android-Geräten schon kenne, was mir irgendwie nicht so richtig gefällt. Shazam mit der Einschränkung, dass es ja hier anscheinend die Verlinkung zu Spotify weggefallen ist, zumindest in der Gratis-Version und sowas. Das sind all so Projekte, wo ich gerne mal die Kamera mitlaufen lassen würde, wo ich einfach nicht zu komme. So, jetzt schreien wieder viele, mach nochmal ein Video darüber, was du auf deinem iPhone hast. Könnten wir eigentlich hier direkt abhaken. Bin ich nicht so der Freund von. Ich weiß, es gibt Leute da draußen, die hauen das täglich, wöchentlich, monatlich rum. Und ja, ich sehe auch den Sinn da drin zu zeigen, sich auszutauschen bei 5-, 6-, 7-stelligen App-Zahlen im App-Store, um halt Perlen von den Säulen zu trennen oder mal zu gucken, wie nutzt der eine seine Apps, wie der andere. Mache ich jetzt nicht wirklich. Es gibt so ein paar Gründe, viele Standard-Apps nach wie vor bei mir, Deutsche Bahn, auch für den Düsseldorfer Nahverkehr und NRW nutze ich absolut, da reicht mir dicke aus, die ganzen sozialen Netzwerke. Ihr seht es hier schon, die Facebook-Fanpage-Seite habe ich noch nicht mal aktualisiert und Reader, meine nach wie vor wichtigste und Lieblings-App, da lasse ich mir inzwischen sogar die ungelesenen Feeds als Zahl direkt anzeigen. Der Chrome-Browser immer noch gut, um bei YouTube Kommentare zu beantworten, Videos zu ändern, Kanaltrailer zu ändern, braucht man viel Geduld. Aber es funktioniert. Bisschen hinfällig geworden mit der neuen YouTube Studio App. Seit dem letzten Updates auch Text kann, aber immer noch nicht den Kanaltrailer. Ansonsten seht ihr hier das komplette YouTube-Gedöns. Wunderlist könnte ich langsam mal rausschmeißen, denn die Listenfunktion in Evernote reicht mir dicke aus. Und ich glaube gerade Evernote, Dropbox und Notizen sind so die drei Apps, die ich glaube ich dann nach vorne schieben werde, wenn ich hier den Platz habe. Ansonsten gucken wir kurz in die Ordner rein. Also ich mache jetzt hier kein großes Video. Ihr seht es selber, was ich drauf habe. Großteil kann ich da wirklich rausschmeißen, umsortieren. Bei den Spielen sieht es gerade total mau aus. Da spiele ich lieber Hearthstone auf dem iPad. Produktivität hatten wir gerade.
Nur, dass ihr kurz gucken könnt, soziale Netzwerke. Ich vereinsame total. Hier nutze ich eigentlich nur WordPress, um mal im Blog was zu bearbeiten. Unterhaltung. Auch wenig, obwohl ich noch für Google Play Music zahle, nutze ich es derzeit relativ wenig. Genauso wie WatchEver, einfach aus Zeitgründen. Reise-Apps, Lufthansa, MyTaxi ist alles klar. Telekom-Hotspots-Funktion gerade zum Einloggen sehr angenehm. Auch zum Wechseln, wenn man mehrere Accounts hat. Und was ich sehr empfehlen kann, Handy-Ticket, im Nahverkehr Tickets zu kaufen. Und ich gestehe, da bin ich jemanden, der dann Screenshot anfertigt von den Tickets, falls mal kein Internet da ist oder die App nicht mehr funktioniert, um ja nicht aufgeschrieben zu werden. Shopping, eBay, Amazon, App Stores, PayPal, Stokart, ihr seht es, irgendwann mal draufgepackt, nie dazu gekommen, mal zu benutzen. Futtern auch hier, McDonald's, Burger King, Subway und alles für die Gutscheine, für die Punktekarte bei Subway, Starbucks, da könnten die endlich auch mal aus den Pushen kommen, eine deutsche App hinmachen. Naja, man kommt nicht dazu, die hat man einfach alle drauf. Ingress natürlich derzeit wieder mein Favorit. Meine Tanken-App, um die nächste günstige Tankstelle zu finden. Yelp für Rezensionen oder sowas. Kindle klar zum Lesen. File Explorer immer noch meine die App, wenn es um Dokumentenverwaltung oder gerade Nest-Zugriff und alles Mögliche gibt. One Password bin ich immer noch nicht zugekommen. Amazon Music, immer noch Sachen, wenn ein neues TKKG, drei Fragezeichen, John Sinclair oder sonst was rauskommt an Hörspielen. Ich gucke bei Amazon, ich gucke bei iTunes, ich gucke bei Google Play Music, wo ist das Teil am günstigsten und da wird dann zugeschlagen. Müsste ich auch irgendwann mal alle wieder sammeln, in Ordnung bringen, da schiebe ich vor mich hin, Play Movies auch. Smart Glass für die Xbox, immer noch nicht dazu gekommen, das mal mit der Xbox One rauszufinden. Und hier unten haben wir noch die FIFA-Apps, die es noch überlebt haben, die auch mal runter könnten. Und als letztes dann noch Amazon Prime Video bei mir. Was ich halt dann auch immer mal wieder nutze. Man zahlt ja inzwischen dafür. So, Telefon, Google Mail ist immer noch als die App. Ich nutze Google Mail und nicht die Standard Apple Mail, weil wegen der Push-Funktion, ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben die Gmail drauf, einfach für die Push-Notifications und lesen dann die E-Mails mit der Mail-App, ist mir dann aber ein bisschen zu umständlich. Safari ist auf dem iPhone und auf dem iPad nach wie vor mein Standardbrowser. Sehr seltsam, ja, aber das finde ich einfach am schönsten, am schicksten, am schnellsten, am tuffigsten. Ich weiß, auch Chrome kann da nur auf den Safari-Unterbau zugreifen. Und als letztes dann natürlich Spotify, nach wie vor meine Lieblings-Musik-Flatrate-Streaming-App. Einfach aufgrund der großen Auswahl an coolen Playlisten. Da könnte Google, auch wenn Google Play Music mit der Eigenmusik-Integration und von der Bedienung tausendmal besser ist und meinen Wünschen entspricht, weil sie sich auch mal bewegen, aber so sehr Spotify nicht aus den Pushen bei den Playlists, bei der Bedienung kommt, so sehr kommt Google nicht aus den Pushen bei den Playlists. So, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.